Versuch. Und jetzt sitzt sie hier. Herzlich willkommen, also Nina Hüther, meiner Redaktionskollegin. Und ein sehr herzliches Willkommen an Judith Alwin, die uns sozusagen alles erklären kann über Partner suchen und finden im Netz, im Internet. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Also Nina, du hast Single-Partys besucht, Speed-Dating, Blind-Dates, bist durchs Internet gesurft. Bist Single gewesen, bist du nach wie vor Single? Ja, also es hat sich da nichts ergeben, nein. Okay, also nichts mit diesen Recherchehilfen. Könntest du sagen, das Single-Leben ist eigentlich ganz gut und es soll so bleiben, oder bist du schon eigentlich eher auf der Suche? Nee, also ich finde mein Leben gerade okay, wie es ist. Bin sehr zufrieden. Es war jetzt einfach eine witzige Erfahrung. Also es war eine tolle Erfahrung, es hat Spaß gemacht und aber ich glaube, ich bin gerade rundum zufrieden. Frau Alwin, eine Möglichkeit, das Single-Dasein hinter sich zu lassen, ist das Internet. Das wird immer mehr genutzt. Wie viele Menschen sind im Netz unterwegs auf der Suche nach der besseren Hälfte? Da gibt es ja verschiedene Zahlen, aber so die 11 Millionen, das ist schon so das Übliche, was da von Mnet und anderen Instituten angegeben wird. Zahl ständig steigend, versteht sich. Und kann auch klappen, wie man an mir sieht. Ja. Achso, das heißt, Sie haben Ihren Partner im Internet gefunden? Ja. Aber nicht innerhalb, ich weiß nicht, wie lange hatten Sie Zeit? Ne? Ich war im Monat oder so. Nee, drei Monate. Drei Monate. Ich habe mich aber auch gewundert, wenn Sie es dann geschafft hätten, hätte ich mein Buch wahrscheinlich neu schreiben müssen. Wie viel Frösche mussten Sie küssen? Geküsst habe ich Gott sei Dank nicht viele, aber getroffen habe ich einige, ja. Und dann ein Prinz dabei? Ein Prinz dabei, genau. Mhm. Und wie viele virtuelle Dates ergeben sich so, wenn man da reingeht und seine Daten eingibt, wobei Daten, da muss man vorsichtig sein, Profil erläutert. Profil, ja, Daten schon. Bei den Daten, haben Sie schon recht, sollte man sehr vorsichtig sein. Mhm. So eigene E-Mail, Telefonnummer und sowas sollte da wirklich tabu sein erstmal. Deswegen gibt es ja diese Internetbörsen, damit man anonym bleiben kann erstmal, um dann rauszufinden, ob der andere da überhaupt zu einem passt. Mhm. Und dann kann man schon sehr, sehr viele Menschen treffen. Also ich weiß gar nicht, wie viele Tausende von Kontakten ich hatte. Mhm. Und es kristallisiert sich aber auch sehr schnell raus, wen man dann letztendlich wirklich wichtig findet und zum Date kommt es dann natürlich, es wird ja downgegradet, wenig. Also, wir haben großes Vertrauen in Buchautorinnen und natürlich insbesondere auch in Sie. Trotzdem wollten wir das nochmal überprüfen und haben Nina also gebeten, an einer Single-Börse im Internet teilzunehmen. So geht das. So, was wollen die denn jetzt alles von mir wissen? Haben Sie Kinder? Nein. Fühlen Sie sich in den eigenen vier Wänden meist wohler als in Gesellschaft? Schlafen Sie bei offenem Fenster? Machen Sie gern längere Spaziergänge? Kochen Sie gerne? Welche Anordnung spricht Sie gefühlsmäßig eher an? Brauchen Sie Sprachen? Was? Na ja, gut. Einkommen wissen? 4 Tage sind jetzt vergangen, seit ich mich hier durch diesen Dschungel an Anmeldungen durchgekämpft habe. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob mir überhaupt irgendjemand eine Nachricht gesendet hat. Ich habe 2 unbeantwortete Nachrichten. Gott sei Dank. Hallo du, hab gesehen, du warst auf meiner Seite und hast dich umgesehen. Er will mich irgendwie treffen und nächstes Mal würde mir erzählen, welchen ungewöhnlichen Job er hat. So, jetzt habe ich ja noch eine Nachricht bekommen und zwar von einem Landwirt, der mich herzlich auf seinen Bauernhof einlädt. Und jederzeit, wenn du Lust hast, können wir zusammen mal Kühe melken. Bitte? Naja, dann jetzt ab auf Land. War das Bauer Heinrich selbst oder wer hat da geschrieben? Ich glaube nicht. Bauer sucht Frau im Internet. Bist du da hingefahren? Nee, ich bin nicht hingefahren, aber ich habe mit ihm tatsächlich telefoniert und es war auch total nett. Es war ein sehr sympathischer Mann. Aber ich bin nicht hingefahren, weil ich glaube, wir hatten unterschiedliche Vorstellungen vom Leben. Also das mit dem Jungbauern, also der muss noch einen Moment warten. Ja, ich denke ja. Wie haben sich denn die Männer im Netz dargestellt? Also es gab verschiedene. Es gab schon die, wo man dachte, die schicken 3 bis 4 dieser Mails am Tag raus, also standardisiert. Woran liest man das? Ich, zack, 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 zack? Also es hat gar keinen Bezug auf einen selbst. Mhm. Also null. Da steht dann so, ja, würde ich gerne kennenlernen, melde ich doch mal. Tschüss. Mhm. Und ansonsten gab es auch welche, die natürlich sich sehr, profiliert haben. Hi, bin in San Francisco, komm von der Frida Kahlo-Ausstellung, komm nochmal vorbei dann. Ja? Das war natürlich nicht sehr sympathisch, aber da waren nette dabei, aber alles in allem, muss ich sagen, stellen sie sich schon besonders dar. Also die Männer machen sich wichtiger, als sie sind. Ist das typisch, dass gelogen wird wie nirgendwo sonst?
Ich habe das mal ein bisschen zugespitzt formuliert. Ja. Also typisch in dem Sinne, man muss sich schon durchkämpfen. Es gibt, ich würde das mal in drei Drittel aufteilen. Also ein Drittel, das sind die, die sich wirklich besser darstellen, als sie sind. Dann ein Drittel, die wissen eigentlich so gar nicht genau, was sie da tun. Und das letzte Drittel, das hört sich jetzt wenig an, aber die sind es dann, die wirklich ernstzunehmende Partnersuchende sind. Aber auch so ein Drittel sind immer noch Millionen. Also man hat ja immer noch alle Chancen dieser Welt, man muss die richtigen da jemanden zu finden. Man muss einfach lernen, mit dem Internet umzugehen. Das heißt, man muss auch lernen, diese Formulierungen zu verstehen, die da benutzt werden. Das ist ähnlich wie, es gibt ja bei der Miete, bei Wohnungen auch immer bestimmte Formulierungen, wo man dann gleich weiß, oh Gott, vergiss es. Ich weiß immer, wenn in Reiseprospekten drinsteht, das Hotel sei verkehrsgünstig gelegen. Ach so, genau. Das ist direkt am Autobahnkreuz, das ist ganz klar. Ja, also ähnlich. Strand in Sichtweite, was meinen Sie, wie lange man sehen kann, wie weit man sehen kann? Ja, aber ähnlich kann man das sicherlich auch verstehen. Ja. Es gibt aber neben den Herren, ich kann ja auch nur über Herren reden, weil ich das ja aus meiner Sicht geschrieben habe. Ja. Es ist kein Buch, möchte ich dazu sagen, das auf den Männern rumtrampelt, im Gegenteil. Es gibt auch die andere Sicht. Hätte ich Sie auch nicht eingeladen. Sie haben es gelesen. Aha. Nein. Es ist also so, dass manche wirklich sich besser darstellen, als sie sind. Das hat aber nicht unbedingt mit Schwindeleien zu tun, sondern es gibt da auch so eine riesen Diskrepanz zwischen eigener Wahrnehmung und der Realität. Und das führt dann auch zu den lustigsten Situationen. Aber die meisten haben doch Spiegel zu Hause. Ja, also aber irgendwie, dann haben sie keine Brille, die passende Brille, keine Ahnung. Also es gibt da schon... schneller als 1,90. Ja? Ja, also der Rentner klicken die Last der Jahre einfach weg in Mausklick schnelle, Kleinwüchsige werden zu Riesen und dann gibt es ja diese ganzen Dinge wie, ich bin schlank. Ja, im Internet ist jeder schlank, ich glaube, da werden die Weight Watchers arbeitslos. Schlank ist ein großer auszudehnender Begriff und das passt eigentlich auf jeden. Bei sportlich, ja, fängt das an beim Brötchen holen zu Fuß oder ist das der Marathon? Ja, gut, ja klar. Aber ich meine, es geht ja keiner dahin und sagt, abends trinke ich mir gern einen. Ich esse lieber Chips als irgend so ein gesundes Zeug. Und doch, die gibt's auch. Die gibt's auch. Es gibt wirklich auch einen Großteil der Menschen, die verstanden haben, dass das so sowieso nicht funktioniert. Und die ganz klar sagen, so und so ist das. Nur das Witzige dann wiederum, das Internet führt sich auch teilweise selbst ad absurdum, den glaubt man dann auch wieder nicht. Also es ist schon, gut. Ich glaube, wir sind ja auch noch in so einer Testphase, was das Internet betrifft, wo noch keiner so genau umzugehen. Nina, hast du das tagsüber genutzt oder abends? Tagsüber? Ja? Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass abends besonders viel los ist da im Netz. Oder sind das doch mehr Männer und Frauen, die beim Job nicht ganz ausgelastet sind? Da gibt es verschiedene Kategorien. Also es gibt so diese sogenannten Bürohengste, sage ich mal, die also Zeit haben, während der Bürozeit auch noch ein bisschen so untergründig zu surfen und sich dann im Internet zeigen. Mhm. Und es gibt aber auch die Leute, so, die einen anderen Job haben, die wirklich nur abends Zeit haben. Das ist auch jobabhängig teilweise. Wir haben ja tagesfüllend auch vor allem. Ja, ach so. Früher, wenn man erstmal da drin ist. Das heißt, du hast sonst nichts mehr gemacht hier in der Redaktion? wir haben gesehen, du musstest viele Fragen beantworten. Wie lange dauert das, sich da registrieren zu lassen? Weil so um die Stunde herum. Tatsächlich, also, ja. Und kostet das Geld? Es gibt verschiedene Angebote. Und jetzt da, wo ich zuletzt registriert war, das hat dann, glaube ich, so 50 Euro pro Monat gekostet. 50 Euro pro Monat, nur dass man da mitflirten kann oder suchen kann oder finden kann. Wobei man dann natürlich sofort denkt, das sei seriöser, wenn man zahlt. Also ich glaube schon, dass das irgendwie so gehandhabt wird. Erstmal ist es teurer. Ja, das auf jeden Fall. Ob seriöser, das wird sich weisen. Es gibt ja auch so Börsen, wo Männer bezahlen müssen und Frauen nicht. Das wäre mir gleich suspekt. Es gibt sogar eine Börse, da dürfen Frauen bis 46 gratis surfen und ab 46 müssen sie zahlen. Aber dafür gibt es die Männer, die eine Frau ab 46 suchen, die dürfen auch wieder gratis. Ach, die kriegen... Das ist ganz verrückt, ja. Wie diskriminierend ist das denn? Ja, das habe ich auch gefragt. Eine Altersbonusregelung sozusagen. So nach dem Motto, wenn Sie den Ramsch hier wegholen, dann kriegen Sie es gratis. So kann man das tatsächlich verstehen. Ingo Lenzen sieht schon wieder ein paar neue Klienten für die nächsten Scheidungsfälle. Wir kriegen im Internet ja die er dann geschieden hat. Das sind ja die dann so leicht gestört. Ja, oder aber man, also, wir reden ja ganz genau. Wir reden ja jetzt nicht über sozusagen kleinste Gruppen der Gesellschaft, sondern das so 100.000 Millionenfach geschieht das jeden Tag, diese Suche. Wir haben es aber, Nina, bei dir nicht nur bei diesen Internet-Dates belassen, sondern haben dich auch auf eine klassische Single-Party geschickt. Hat dir das Spaß gemacht? Ach, sag's nicht. Wir gucken es uns an. Single-Party. Schwarz. Das geht immer. Okay.
nehme ich jetzt mal meinen Mood-Drink zu mir. Ja, jetzt geht's los. Kann man auch noch Briefe bekommen. Das heißt, meine Nummer wird von irgendjemandem gesehen und ich bekomme dann vielleicht einen Brief. Tatsächlich Post für die Nummer 383. Hallo Nummer 383. Ich finde, du siehst sympathisch aus. Würde dich gern um 24 Uhr am Tresen treffen. Na dann mal los. Nina, einige der Herren haben sich dabei filmen lassen, andere sind gepixelt worden, einer hat die Kamera weggedreht. Das sind Singles, die nicht ganz so Single sind, wie sie vorgeben. Ich meine, ja. Ja? Die ein Problem damit hätten, wenn... Ja, ja. Ja? Ich habe auch ohne Kamera ein paar gefragt, warum sie jetzt ein Problem haben, dass wir sie aufnehmen wollten. Und habe dann auch direkt gefragt, ob die Frau daheim was dagegen hätte. Das musste bejaht werden. Ja? Auch das kommt häufiger vor, als man denkt. Ingo Lenzen hat eben gesagt, es ist im Grunde ein ekliges Geschäft mit der Einsamkeit. Glauben Sie es tatsächlich? Ja. Ja, aber wenn die Leute sich doch einfach einsam fühlen und das ein, ich sag mal, moderner Weg das ist. Die Suche ist ja absolut in Ordnung. Mhm. Da wird man auch selber zu getrieben. Aber was ich so schlimm finde, ist, wenn damit abkassiert wird. Und das teilweise auch auf unseriöse Art und Weise, wie ich höre. Mhm. Wie schaffen wir es denn, die Seriösen von den Unseriösen zu unterscheiden? Also mein Tipp wäre zum Beispiel einfach eine Gratisbörse zu nehmen. Gibt es ja auch. Also weil es schafft keine Singlebörse, unseriöse User rauszuhalten, weil... Nach welchen Kriterien sollte man die befragen? Nach dem polizeilichen Führungszeugnis? Das geht ja alles nicht. Es wird sich auch wahrscheinlich jeder, der auch unseriös sucht, also vielleicht nur einen Flirt will, aber sich als Partnersuchender ausgibt, wird sich auch seriös präsentieren. Also da muss man einfach auf sein eigenes Bauchgefühl leider Gottes hören. Da hilft auch nicht das Kriterium, dass man sagt, es ist eine teure Börse. Es bringt auch nicht viel. Ich habe sogar also kann man im Gegenteil, zumindest auch Pech haben. Ja, ich habe sogar in einer sehr teuren Börse, das war glaube ich die gleiche, die also auch eine Stunde benötigt, um dadurch diesen Test zu führen, habe ich zum Beispiel einen von denen, die ich als am unseriösesten überhaupt empfunden habe in meinem Buch, wiedergefunden. Und das hat also nichts mit dem Geld zu tun. Also, was ist für dich das Beste gewesen aus diesen ganzen Dingen, die du gemacht hast? Internet, Single Party, Speed Dating und zum Blind Date kommen wir gleich noch. Ja. Also ich glaube, Internet finde ich am besten, weil man da einfach so eine Zeit hat. Also du kannst dich langsam kennenlernen, dann kannst du langsam beginnen, vielleicht auch deine Telefonnummer auszutauschen, dein Bild dir gegenseitig zu zeigen. Vorsichtig, ja. Und wie sicher kann man sein, wie kann man sicher sein, dass das ein wirkliches Bild ist, was mir da gezeigt wird? Ja, da kommt halt ein Foto. Ja, ja. Klar. Kann sein, dass es einfach irgendein Foto. Ja, logisch. Ja? Ich bin ja auch auf sehr viele Prominente getroffen, auf George Clooney, sogar der Papst war im Netz. Ja? Ach, die nennen sich dann Benedikt der 16. oder so? Naja, sowas in der Art. Also der eine hieß dann auch George und fand das ganz witzig und es hieß dann, er wäre eine Person des öffentlichen Lebens und könnte sich also unmöglich so zeigen und deswegen wäre das ein Platzhalter und er würde aber eigentlich genauso aussehen. Finde ich ja, ich wollte gerade sagen, also wenn der in deutscher Sprache geschrieben hat, dann wäre ich schon mal skeptisch, was George Clooney angeht. Ja. Ach, da wird also... Es wird nur gelogen. Nein, es wird nicht nur gelogen. Also es gibt einen Großteil, der wirklich sich da durchschwindelt, der es auch als Spaßfaktor sieht, der auch gar nicht in das reale Leben eintreten möchte. Also das war zum Beispiel bei mir so eine Sache, ich hatte so eine Riesenfrequenz, das erste Date fand nie statt. Und die wurden immer krank oder das Pferd wurde krank, die Mutter wurde krank oder der Hund wurde krank. Also irgendwas passierte da immer. Und ich habe mich schon gewundert. Und dann kam ich aber darauf, dass da irgend so ein Angstfaktor im Hintergrund steht, dass die eigentlich dieses Leben als virtuelle Person ganz toll finden und dass die wahrscheinlich dann eben nicht so aussehen. Was haben Sie über sich ins Internet geschrieben? Dass ich ein Mann, nichts Schlimmes jetzt, also weil Sie erstes Date... Nein, ich meine, dass ich seriös einen Partner suche, der ungefähr in meinem Alter sein sollte, was also auch wieder so ein dehnbarer Begriff war, weil ungefähr in meinem Alter, das hat 25-Jährige genauso angesprochen wie 70-Jährige. Ja.
der das in einer angenehmen Verpackung, mit einer guten Manieren, guten Charakter und das so, in einer angenehmen saubere Verpackung. Saubere Fingernägel, ich verstehe. Sowas. Ja. Jetzt, ich würde sonst eine Dame nicht nach dem Alter fragen. Hier gehört es einfach zur Geschichte. Sie sind wie alt? Ich bin 47. 47. Mhm. Und dann haben Sie haben geschrieben, ich bin 47, ein Mann in meinem Alter. Haben da auch 60-Jährige geschrieben? Ich habe mal ein bisschen rumexperimentiert. Also wenn man 39 ist, schreiben einem keine 60-Jährigen. Das ist ganz selten. Sobald man aber 40 ist, dieses eine kleine Jährchen, da ist man zum Abschluss freigegeben. Ja. Das sind die 60-Jährigen auch dabei. Also so nur mal so ein paar Tests. Das schreibt ein Mann in meinem Alter, 47, und dann schreibt ein 62-Jähriger und schreibt wir in unserem Alter. Ja, ich habe ein, ja. Und dann müssen Sie doch zuschauen, Verzeihung, da ist was schiefgelaufen. Ich habe sogar eine Mail bekommen, dass eine Frau in unserem Alter noch nach der Optik geht. Ja. Da habe ich gesagt, danke, dass du mich wegen meines guten Charakters ausgesucht hast. Du hast das Blind Date gemacht. Ja. Ja? Aufgeregt gewesen? Ja, also ich meine, die Kamera war ja dabei, deswegen war es so ein bisschen, aber klar aufgeregt. Also Blind Date heißt, jemanden treffen, den man nie zuvor gesehen hat und der genau mit dem gleichen Ansinnen kommt, er möchte eine Partnerin kennenlernen, nur einen Partner oder zumindest mal Kontakt aufnehmen. Ja, ja. Also wir hatten uns ja geschrieben im Internet. Ja, genau. Erst geschrieben, aber noch nie getroffen. Nee, nee. Und beim ersten Mal waren wir dabei. Ich hoffe, dass er so lustig ist wie in den Mails. Ja, und ansonsten würde ich sagen, ich lasse mich jetzt überraschen. Started out with a kiss, I did it end up like this. It was only a kiss, it was only a kiss. Now I'm falling asleep. Aber du bist gebürtiger Hamburger, ne? Ich glaube, man sagt Geborener. Also ich bin in Hamburg geboren. Ach so, das ist auch schön. Und ich glaube, gebürtig ist man erst ab 3 Generationen. Ah, okay. Was machst du denn eigentlich? Ich bin Softwarearchitekt. Softwarearchitekt? Softwarearchitekt. Du warst jetzt im Urlaub? Das war mehr so eine Art Arbeitsurlaub. Wir haben eine Solarenergieanlage aufgebaut. So. Das ist ja toll. Also du bist kein Surfer mit einem Wort. Leider nein. Habe ich das geschrieben? Wie, und du hast in New York gelebt, ne? Hast du geschrieben? Ich habe ein bisschen Geld gespart und habe da einfach New York entdeckt. Aber ich war jetzt auch letztens in Berlin, habe mir Berlin mal angeschaut, auch mit der Idee dahin ziehen zu wollen. Habe gemerkt, so war es mir zu groß. Spielst du in einer Band? Nee, leider nicht mehr. Und dann sitzt du daheim, schreibst Hexe, spielst Gitarre und singst. Genau. Das ist ja herrlich. So, meistens, weil ich nicht so gut drauf bin oder Liebeskummer hatte. Aber ich habe lange nichts mehr gemacht, das ist jetzt auch ein paar Jahre her. Weil du lange keinen Liebeskummer hattest? Nee, wenn ich Liebeskummer hatte, habe ich immer dann gerne Gitarre gespielt in der Küche. Ein bisschen gejault. Wie gehst du denn jetzt eigentlich weiter? Sag du es mir. Ja, ich hätte also schon lustig, wieder zu sehen. So. Gerne. Was ein schönes Paar. Sag mal, und habt ihr euch wieder gesehen? Nee. Ah, du wolltest nicht. Das ist jetzt alles so verbunden hier, irgendwie mit der Redaktion und allem, dass ich mich alleine nicht getraut habe. Nee. Ja. Okay, also das musste nicht sein. Sind diese Blind-Date-Gespräche immer so angestrengt? Anscheinend, also das war vielleicht ein bisschen angestrengt. Ja. Oder ich habe angestrengt zugehört mehr fast, als dass ich selber gesprochen habe. Jetzt hast du im Internet nicht nur im Internet, sondern bei verschiedenen Veranstaltungen versucht, einen Partner zu finden. Hast das wegen des Auftrags aus der Redaktion getan, aber schon auch mit offenen Augen. Wäre das ein Weg für dich oder bist du eine Klassikerin eher? Ich glaube, ich bin eine Klassikerin. Ja? Nee, es wäre kein Weg für mich. Nee. Lieber nett essen jetzt, und... Genau, das war jetzt eine tolle Erfahrung, hat Spaß gemacht. Es war irre, das alles mal kennenzulernen. Mhm. Aber ich will den klassischen Weg. Ja? Ja. Tanzstunde und so weiter. Ja? Finde ich auch nicht schlecht. Also, das, was hier gemacht worden ist, ist ja nur ein Angebot. Man kann nach wie vor sich an der Bushaltestelle anquatschen. Man kann sich im Supermarkt mit dem Einkaufswagen anfahren. Ganz genau. Also, es gibt auch richtig schöne Sachen. Und wir wünschen Ihnen trotz alledem, dass das Buch ein Erfolg ist, das ist die eine Sache. Aber viel wichtiger, dass sozusagen die privaten Verhältnisse so geklärt bleiben, wie sie sind. Und dass Sie niemals Lenzenkundin werden. Zumindest nicht in dieser Angelegenheit. Ja? Vielen herzlichen Dank für den Besuch. Nina, danke fürs Mitmachen. Frau Alwin, Ingo Lenzen, danke sehr. Morgen sind wir bei Ihnen zu Hause zu Gast. Wir werfen nämlich einen Blick in das deutsche Wohnzimmer, in das deutsche Durchschnittswohnzimmer und werden genau herausfinden, wie die Deutschen wirklich ticken. Außerdem kommt morgen der Comedian Johann König zu mir in die Sendung, 23.15 Uhr. Übrigens, Wigald Boning wird da sein, der für uns eine Hallig besuchte und dort auf Fiete Nissen traf, den Postschiffer und Halligbürgermeister. Auch er
kommt hierher, also morgen keine Post auf der Hallig. Dafür nette Unterhaltung bei mir in der Sendung. 23.15 Uhr, Sie sind herzlich eingeladen. Jetzt kommt heute Nacht, Ihnen wünsche ich eine gute und bis morgen. Tschüss.